Hallo, und ich möchte heute kurze Zusammenfassung machen von dem Termin gestern bei unserem Landwirtschaftsminister Cem Özdemir. Wir waren gestern mit der Teilen der Vorstandschaft und des Beirats im Landwirtschaftsministerium in Berlin. Nach über einem Jahr Amtszeit wurden wir da mal eingeladen. Sie waren gut vorbereitet, wir wurden auch gut empfangen. Was haben wir gemacht? Wir haben uns ganz kurz vorgestellt, haben die Organisation, den Verband bzw. den Verein vorgestellt, die Strukturen, haben uns aber da nicht lange aufgehalten, sondern sind gleich zu unseren Themen gekommen. Wir haben drei Themen vorgeschlagen. Das war Borchert-Kommission, also mit dabei Tierwohl und Herkunftskennzeichnung. Da war die Aussage, die ich für mich oder für uns festgehalten habe, dass die Bundesregierung bei Bezug Herkunft mit der Europäischen Union eng zusammenarbeitet und da auch mit Nachdruck darauf verweist, dass es bis Anfang nächsten Jahres vorangeht. Cem Özdemir hat wörtlich gesagt, dass sein Ministerium da bereits vorarbeitet. Und wenn die Europäische Union da keine Taten folgen lässt, dass im ersten Quartal 2023 die Bundesregierung, also das BMEL, in Bezug Herkunftskennzeichnung selber was rausbringt. Da heißt es natürlich genau hinzuschauen, dass es auch wirklich einen Effekt hat für uns Bauern und auch für den Verbraucher, dass wir uns da nicht rollen lassen oder dass es keinen Effekt hat. Der zweite Punkt war Zukunftskommission, das ist eine organisatorische Sache. Da haben wir darauf verwiesen, dass wir durch die Proteste 2019 diese Zukunftskommission ins Laufen gebracht haben und dass wir unsere zwei Plätze auch wieder haben wollen und dass die Landwirtschaft, worum es auch ja geht in der Zukunftskommission Landwirtschaft, ausgewogen besetzt sein muss, dass über den Bereich, den es auch geht, da auch die Stimmenmehrheit ist und dass wirklich dafür die Landwirtschaft was erarbeitet wird und nicht, so wie es beim ersten Step gemacht wurde, dann hinterher rauskommt, dass wir mit 90 Milliarden quasi auf Deutsch gesagt, die Deppen sind. Der letzte Punkt oder der vorletzte war der Bereich Pflanzenschutzmittelanwendungsverordnung. Wir haben da ein Beispiel nochmal klar gemacht, was es für Auswirkungen hat. Cem Özdemir hat da, und das hat mich ein bisschen positiv gestimmt, ein gewisses Verständnis dafür, auch sein Ministerium. Sie wollen die Datenerhebung relativ weit zurückschieben, um im Endeffekt für die deutschen Bauern keine Verschlechterung zu erhaben, dass die Verbesserungen, die in den vergangenen Jahren schon gemacht wurden, angerechnet werden. Der Bereich Schutzgebiete wurde auch nochmal ganz klar angesprochen. Da kam auch die Aussage, Deutschland darf nicht schlechter dastehen wie die europäischen Nachbarn, so dass quasi darüber nachgedacht wird, gewisse Schutzgebiete wieder rauszunehmen. Konkret ist da niemand geworden. Aber die Aussage war, Deutschland darf nicht schlechter stehen wie die europäischen Nachbarn. Wir müssen natürlich ganz genau hinschauen, was da wirklich jetzt umgesetzt wird. Wo ich dann für mich persönlich oder auch für alle Bauern, die in den roten Gebieten betroffen sind, vor allem jetzt auch in Bayern, wo wir eine Mehrung haben von 42%, die für keinen wirklich nachvollziehbar ist. Da haben wir nochmal nachgefragt, zur Bundesratsentscheidung zur Düngeverordnung vom 8.7.22 einzugehen. Also dies betrifft explizit die Düngeverordnung 2023. Dort steht drin, dass ein Prinzip der Verursachergerechtigkeit angewendet werden soll, dass ein Nährstoffmonitoring der Düngeverordnung gemacht werden soll und die Stoffstrombilanz überarbeitet wird, um Maßnahmen zu differenzieren. Was bedeutet das? Im Klartext für mich, nach Rücksprache mit unserer Landwirtschaftsministerin in Bayern eben am 8. oder am 9.7. wurde mir gesagt, sie hat da zugestimmt, weil es dann die Möglichkeit gäbe, Maßnahmendifferenzierung bedeutet für mich, und so habe ich es auch verstanden, sie anscheinend auch, dass bis Ende des Jahres das so überarbeitet wird, dass die Bauern, die im roten Gebiet sind, die über die Stoffstrombilanz und über die länderspezifischen Möglichkeiten, sprich bei uns in Bayern LFL-Programm, nachweisen können, dass sie bedarfsgerecht gedüngt haben. Maßnahmen differenziert bedeutet befreit werden.
So wurde das denen erklärt, so habe ich es auch verstanden. Jetzt haben wir gestern beim BML nachgefragt. Da hat uns der Dr. Schmid und die Dr. Ophelia Nick, Staatssekretärin im BML, dann gesagt, ja, so schnell kann es nicht gehen. Es wird 1 bis 3 Jahre dauern. Und dann ist mir bald der Krachen geplatzt. Wir in Bayern haben jetzt 42% mehr rote Gebiete. Da wäre die Maßnahmendifferenzierung ein wirklich gutes Mittel gewesen, verursachergerecht die Bauern, die quasi alles richtig machen, rauszunehmen. Und nicht wie die ganze Zeit die, die quasi alle zu bestrafen. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich war da wirklich auf 180, weil wir da nur noch verarscht werden und hingehalten werden und hingehalten werden und hingehalten werden. Und wir müssen jetzt wirklich alle, so wie wir es in den IGs vorher schon gemacht haben, alle Möglichkeiten rechtlich prüfen und dann auch dagegen klagen und wirklich alle Stricke ziehen, die wir haben. Und die Woche war eh nicht gut und das haben wir jetzt noch gestartet. Das Video wird schon wieder zu lang, aber das ist mir jetzt egal. Wenn in einem Wirtschaftsministerium zwischen Inflation und Insolvenz nicht unterschieden werden kann oder man gar nicht weiß, was Insolvenz bedeutet, der kann anscheinend zwischen Umsatz und Gewinn auch nicht differenzieren. Ich will da gar nicht weiter drauf eingehen. Der Michael Reber hat für den Bereich Biogas da gestern ein wirklich sehr gutes Video drüber gemacht. Und wenn das Blaupause wird für die deutsche Wirtschaft, für das deutsche Finanzsystem, dann gute Nacht Deutschland.